Da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle noch fleißig. Haltet euch weiter an die Regeln, dass wir so schnell wie möglich bald wieder ins normale Leben zurückkehren können. Ich glaube, ihr wartet alle drauf und ich warte auch drauf. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr gesund bleibt und haltet weiterhin durch. So, heute drei Übungen. Drei statische Übungen. Ihr braucht dazu einen Baum oder eine Wand. Ihr braucht eine Matte und mehr braucht ihr nicht. Ich hoffe für alle, dass bald wieder, habe ich sehr gut gemacht, ne? Der Ball rollt. Dass wir wieder ein bisschen vielleicht Fußball spielen können, selber Fußball gucken können und auch der Breitensport sich wieder langsam öffnet, dass wir wieder so ein bisschen in der Gemeinschaft machen können. Aber noch ist das nicht so weit, noch bin ich für euch da, also werden wir heute ein paar Übungen statisch machen. Die erste Übung statisch, Bauchmuskulatur. Ich werde sie vormachen. Die Übungsfolge wird heute, ihr macht alle Übungen zwischen 5 und 10 Wiederholungen, 10 Mal, nicht Wiederholungen, aber in der altbekannten Variante und zwar 30, 60, 90 Sekunden. Das wird ordentlich anziehen für euch. Ihr habt wieder bitte euch warm gemacht. Zwischen 7 und 15 Minuten. Unser Warmmachprogramm kennt ihr. Ihr könnt ja mit dem Trainingsplan so langsam arbeiten. Und wir kommen ja auch so ganz langsam zum Ende der 30-Tage-Challenge und Trainingsplan. So, die erste Übung statisch. Ihr hebt die Beine an. Haltet den Rücken gerade. Brustbein geht zur Decke. Arme verschränkt ihr über den Körper. Beine bleiben zusammen und in dieser Position bleibt der Rücken gerade, Brustbein schön hoch, ich wiederholte das, sagte das schon, halte das entweder 30, 60 oder 90 Sekunden. Wichtig bei der Übung, dass ihr einatmet, ausatmet und nicht presst. 30 Sekunden. Denken wir, sind jetzt um zweite Übung, gehen wir in den Plank. Halten den Plank, gerade bleiben. Ich hoffe, es sieht jetzt bei mir gut aus. 30, 60, 90 Sekunden. Atmet bei den Übungen weiter tief ein und tief aus und versucht nicht zu pressen. Bauch ist angespannt, Rücken ist angespannt. Schiebt euch zusammen. Beim Plank kann man viel falsch machen. Deswegen ist hierbei wichtig, dass ihr nicht durchhängt, sondern eine schöne Körperspannung habt. Das ist Übung Nummer 2. Ich habe gesagt, Bauch, Rücken, Beine. Jetzt sieht man mich hier an einem Pfahl stehen. Könnt ihr auch im Wald, im Baum machen. Ihr bleibt gerade. Rücken ist angelehnt und ihr seht mich jetzt hier 90 Grad. Und das ist diese Position. Oder Hände sind hier. Wir legen die Hände nicht ab. Und jetzt wird es schwierig. Jetzt merkt ihr Gesäß, Beinmuskulatur. Und das einfach halten. Hier auch arbeiten. 30, 60, 90 Sekunden. Halten. Jawohl. Rücken anlehnen, gerade bleiben. Klasse. Und jetzt kommt ihr hoch. Diese Übung führt ihr 5 bis 10 Mal in der Reihenfolge durch. Heute nur statisch. Tolles Programm. Anschließend zum Schluss, wie immer, locker dehnen. Training beginnen mit Warmmachen, Hauptteil und Schluss haben wir immer mit drin. Bleibt gesund, haltet durch, der Andi und das Team Atlantis.